Wladimir Wladimirovich Putin. Wir wenden uns an Sie. Wir sind Rekruten aus der Region Irkutsk, Regiment 1439. Wir wurden am 31. Dezember aus Nowosibirsk in die Region Donetsk geschickt. So beginnt ein Video, das der Militärhistoriker Chris Owen auf Twitter teilt. Russische Soldaten haben es aufgenommen, mitten in ihrem Angriffskrieg in der Ukraine. Sie schildern, wie viele Kämpfer in ihren Reihen sterben. Wir kamen an die Front zur 1. Slawischen Brigade. Am nächsten Tag wurden wir losgeschickt, um die Festungen um Advirka zu stürmen, ohne jegliche Artillerieunterstützung. Die Kommandeure seien Kriminelle und Gesetzlose, die sie in den Tod schicken würden, so die Rekruten. Wer den Sturm auf die gegnerische Stellung verweigert, werde motiviert, indem auf ihn geschossen wird, heißt es. Das Bataillon sei so gut wie komplett zerstört worden, erzählen die Rekruten. Sechsmal habe das Regiment schon neu aufgefüllt werden müssen, weil so viele Soldaten sterben. Die Soldaten wenden sich verzweifelt an ihren Chef, Wladimir Putin. Wir sind in einer verzweifelten Lage. Niemand interessiert sich für unser Leben. Bitte helfen Sie uns. Wir können uns ansonsten niemanden wenden. Immer wieder appellieren Einheiten aus dem Krieg direkt an Putin. Gebracht hat es bisher nichts. Im Gegenteil. Die russische Taktik, Soldaten in Wellen angreifen zu lassen und dabei sehr hohe Verluste in Kauf zu nehmen, wird sogar immer öfter angewendet.